uns etwas mit Mode befassen. Und da habe ich auch in Neunkirchen eine Moment of Time gehabt. Wir haben ja dort so einen Live-Show gemacht und da war eine Künstlerin, muss man sagen, es ist keine Designerin schlichtweg, mir aufgefallen ist. Unglaublich emotionale Show war das gewesen. Ich war begeistert, Gänsehaut fiel in Ruhe. Tolle Gewänder aus Strickwaren, nenne ich es mal. Und der Applaus sprach für sich und spontan habe ich gesagt, die Frau lade ich heute Abend ein. Der Jochen Maas hat mich hilfreich unterstützt, Laura Theis zu überzeugen, dass sie da ist. Laura, sei so lieb, komm zu mir auf die Bühne. Die Laura hat einen ganz besonderen Art, einen ganz besonderen Stil. Sie arbeitet nämlich mit Strickmoden, hat besondere Pläne noch vor und ist, ja, muss ich sagen, in diesem Bereich ganz vorne in Europa mit dabei, auf vielen Fashion Weeks eingeladen, ist ein nicht gern gesehener Gast, ein Gast, den man haben muss. Bei Stilrecht eine gigantische Show, unterstützt von Jochen Maas, das war also wirklich Gänsehaut-Feeling. Aber egal, ja, ich habe Hunger gehört, ja, das war genau das. Ja, Laura, sag mal über deine Pläne was, sag mal, wo die deine Kleider ankommen, oder sollen wir uns erstmal die Kleider angucken, was meinst du? Erstmal guten Abend, es ist schön hier zu sein. Freue ich mich. Ich habe ganz tolle Bilder gesehen, vor allem Modefotografie, und das ist für uns Modedesigner so wichtig. Es ist fast genauso wichtig wie eine gute Kollektion, weil man verschickt für die Presse und für die Einkäufer keine Kleider, man verschickt die Fotos. Also die Fotografie, die Modebilder müssen auch die Geschichte und die Inspiration miterzählen. Genau. Vielen Dank. Ja, gerne. Es war so gewesen, deine gigantische Show bei Stilrecht. Ist die von dir alleine gewesen? Hat mich das interessiert? Wer hat dir das inszeniert? Das war ja wirklich, das war ja fernsehreif. Ja, der Jochen Maas, ja, da sitzt da der Täter. Ja, das war ein großer Team. Also so war eine große Show, war, aber nur ganz großer Designer. Ja. Also. 600 Leute, Riesenapplaus. Ja. Ausverkauft. Ausverkauft, ich habe wirklich gesagt, also sensationell, was du da geboten hast. Ja. Deine Pläne, wo führen die dich hin? Ja, also wie du schon gesagt hast, es gibt ganz wenige, die Strickmode machen. Früher, das war ja Strickkunst von Generation zu Generation weitergegeben. Und so quasi dieses Handwerk wurde mir in die Wiege gelegt. Meine Oma hat gestrickt und gehäkelt und meine Mutter. Und ich bin so groß geworden in einem Haus mit gehäkelten Strickdeckchen, Kopfkissen, Bilder. Also das war ja wohl klar, dass ich irgendwann mal Mode studiere. Und ich habe Mode in London studiert, an St. Martin's Universität. Zwischendurch, muss ich sagen, musste ich BWL studieren, weil meine Familie wollte, dass ich was Anständiges mache. Hat aber nicht genutzt. Ja, und man braucht wirklich ganz viel Leidenschaft. Also jeder, der ein bisschen Ahnung hat vom Häkeln und Stricken, weiß man, dass das sehr zeitaufwendig ist. Aber auch schön, weil man muss sich so vorstellen, man hat eine Idee und dann hat man 15 Kilo Garn und aus diesem Garn müssen Kleider entstehen. Manchmal fängt man an irgendwo und man weiß selber nicht, wo die Reise hingeht. Jetzt guck mal an, was für Kleider du gestrickt hast. Lass mal die Models sprechen. Wenn sie da sind. Nee, jetzt hat es geklappt. Boah. Ja, wunderbar. Sie dürfen auch applaudieren. Bitte. Ja, es ist nicht mal aus. Schön. Ja, das ist jetzt auch, denke ich mal, wenn ich mir das so ansehe, Mode zum Tragen. Der Sascha, wo ist er? Hier, ja. Der guckt und freut sich, dass er so schöne Mode fotografieren kann. Tolle Bilder. Und das ist alles gehäkelt und alles gestrickt. Ja,
Herrn hat zum Beispiel ein Pullover an, wenn du dich umdrehst. Genau, das ist ja, ein altes Muster, Topflappen nennt man das. Aber in ganz neuen Licht. Die drei Topflappen. Ja, aber das ist 2017, also ja. Mit Wolle und Metallikarten. Das, was ich mache, ist, das Traditionelle und das Moderne und Neue zu verbinden und in modernen Formen zu gestalten und ja, neue Silhouette zu verbinden. Und im Prinzip hat sie einen Topflappen an, dass man sich mit den Händen an ihr verbindet. Ja, so kann man sagen. So kann man sagen. Toll. Ja, und jetzt haben wir noch eine Überraschung. Ich hoffe, dass die Petra Kahle mit dem Sprühen soweit fertig ist. Gucken wir mal, ja? Ich weiß es nicht. Sie ist soweit, ja, dann gucken wir mal. Dann haben wir Body Painting noch dazu. Und dann gucken wir mal, wie das passt. Hier haben wir Hose gerade. Ja, noch nicht fertig. Eine Minute haben wir noch. Dann stellst du noch deine Kleider fertig vor, genau, in der Zeit. Das ist eine kleine Auswahl, aber natürlich viel mehr kann man zu sehen im Historischen Museum in Saarbrücken. Die Ausstellung läuft noch bis Mai. Und ja, die Mode verkaufe ich in Saarbrücken und Homburg. Wer will, kann auch gerne nach London oder Monaco reisen, um es zu sehen und zu kaufen. Oder ganz einfach auf meine Webseite. Da sind ja auch die Taschen zu sehen. Und gibt es auch eine Besonderheit dieses Jahr: gestrickte Weihnachtskugeln und kleine Weihnachtsdekorationen, kleine Märchentiere. Die verkaufe ich in Herrenhaus ganz erfolgreich. Navita werden dort ganz groß eine Show machen am Sonntag. Und hier ist Petra Kahle mit ihrem Model komplett gesprüht, geändert. Ja, eine Augenweide. Vielen Dank, Petra. Ich habe auch schon gesehen, eine Konstruktion von Petra und ihrem Mann. Also einfach geil. Ich denke, wir nehmen noch mal ganz kurz den Herrn Dr. Madreis zu mir hoch und dann machen wir die feierliche Eröffnung der Fototage und sehen uns da noch mal was fürs Herzen dazu haben. Und dann sind die Fototage eröffnet und können starten. Herr Dr. Madreis. Herr Dreher, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Geduld heute Abend. Ich glaube, die ist belohnt worden. Wenn ein solches Bild in der Alten Brust entsteht, ist das Privileg des Oberbürgermeisters, sich dazwischen zu stellen und die Fototage damit zu eröffnen. Die Fototage sind eröffnet worden, eben, genau. Und jetzt gucken wir uns noch die Show Sounds of Silence an. Vielen Dank, dass Sie da waren. Genießen Sie die 14 Tage. Viele Shows, viele Bilder und ich sage es mit meinen Worten, es war Ciao.